Ich rufe auf den Punkt 54, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Schluss mit der schwarz-grünen Sparpolitik auf dem Rücken der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, 19/31/95. Das Wort hat der Kollege Günter Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD-Fraktion unterstützt die Forderung der hessischen Beamtinnen und Beamten für eine faire Bezahlung, bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen in Hessen. Sie sind dringend notwendiger denn je. Die schwarz-grüne Landesregierung muss endlich auch ihre Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Hessen anerkennen. Und wir fordern die Übernahme des Tarifergebnisses für die Tarifbeschäftigten, auch für die hessischen Beamtinnen und Beamten. Auch das ist Teil der Wertschätzung von Leistungen der Mitarbeiter der Verwaltung. Das darf sich nicht nur in Sonntagsreden widerspiegeln, sondern Montag im praktischen Alltag wiederfinden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, die Stimmung bei hessischen Beamtinnen und Beamten, letzte Woche zwei große Demos in Frankfurt und Kassel, aber aus vielen Rückmeldungen, ist in der Tat schlecht. Hessen Spitze, wenn es darum geht, die Beamten schlechter zu stellen als andere in anderen Bundesländern. 42-Stunden-Woche, Nullrunde 2015, Kürzungen bei der Beihilfe, Beförderungsmöglichkeiten auch eher schwierig in vielen Bereichen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der anderen Seite nehmen die Belastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Wir sehen das jetzt gerade, Bewältigung der Flüchtlingssituation, wo auch viele Mitarbeiter sich engagieren, sogar auch ehrenamtlich. Aber was wir an Rückmeldungen hören, ist, die Anerkennung dieser Landesregierung fehlt. Da hören wir immer etwas von Wertschätzung. Wertschätzung hat auch etwas mit materiellen Dingen zu tun, nicht nur, aber auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der öffentliche Dienst darf eben nicht zum finanzpolitischen Steinbruch von Schwarz-Grün verkommen. Schauen wir in die hessische Polizei. Wie schreibt die Gewerkschaft der Polizei in ihrer jüngsten Ausgabe Politik und Polizei am Scheideweg? Wie ernst meint es die Politik in Hessen? Ja, 3,5 Millionen Überstunden sprechen Bände, extreme Belastungen, große Herausforderungen. Und die Polizei fühlt sich von ihrem Dienstherrn alleingelassen. Schlechte Voraussetzungen für motivierte Beamtinnen und Beamte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es wird immer schwieriger, Ausbildungsstellen bei der Polizei zu besetzen. Auch das ein Beleg dafür. In der Ausgabe der Finanzen eine Zeitschrift der Gewerkschaft der wir kriegen es hin. Herr Ministerpräsident, ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar für die Hilfe. Sie und ich wissen, was wir meinen. Die Botschaft wird Sie nicht erfreuen. Die Botschaft wird Sie nicht erfreuen, weil da gibt es eine sehr schöne Aufstellung. Was verdienen hessische Beamtinnen und Beamten? Nehmen wir etwa jemanden in der mittleren Besoldungsgruppe A7 Hessen. Letzte Stelle von allen Flächenländern mit rund 2.052 €. Der Bund zahlt für einen Mitarbeiter Besoldungsgruppe A7 fast 200 € mehr. Nehmen wir die Besoldungsgruppe A9. Hessen liegt an vorletzter Stelle 2.316 €, der Bund 2.581 €, alle Bundesländer mehr. Meine Damen und Herren, die Mitarbeit in hessischen Verwaltungen ist nicht mehr so attraktiv, wie sie vielleicht früher mal war. Ergebnis Ihrer falschen Politik zulasten der Beamtinnen und Beamten. Sie schreiben etwas von Wertschätzung. Da wird in dieser Broschüre auch mitgeteilt, wie Sie damit umgehen, Widerspruch gegen Beihilfe. Da heißt es dann ganz lapidar, guten Tag, keine persönliche Anrede, Widerspruchsschreiben vom ist hier eingegangen. Soweit Sie Widerspruch gegen die Änderung der Beihilfe sowie der Versorgung erheben, ist der Widerspruch nicht zulässig. Ihr Widerspruch gegen die Festsetzung der Höhe der Besoldung richtet, habe ich Ihnen zuständigkeitshalber an die hessische Bezügestelle abgegeben. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift. Hessisches Ministerium des Innern und für Sport. So viel zum Umgang. Übrigens, dass das rechtlich alles problematisch ist, fehlt eine Rechtsbehelfsbelehrung und ähnliche Dinge. Aber da haben Sie eh nicht so die ganz großen Erkenntnisse, wie wir aus einer anderen Geschichte wissen, meine Damen und Herren. Und dann gibt es Reaktionen der Mitarbeiter. Die Art und Weise, insbesondere die Form eines solchen Anschreibens, zeigt mir deutlich, wie gering die Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten ist. Höflichkeit, Anrede, Schlussbemerkung fehlt vollständig. Ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen das als geringe
nicht vorhandene Wertschätzung Ihrer Arbeit dar. Und, Herr Minister, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das können Sie sagen. In dem Brief wird auch gesagt, dass man versucht, wiederholt mit Ihnen einen Gesprächstermin zu bekommen vonseiten der Steuergewerkschaft. Das sei bis zum heutigen Tage nicht möglich. Nein, es geht hier darum, dass die Beamtinnen und Beamten einen verantwortungsvollen Job leisten. Eine gut geführte Verwaltung, eine gute motivierte Mitarbeiterschaft ist wichtig für einen Verwaltungsapparat. Das haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, gesehen. Und deswegen fordern wir die Landesregierung auf, wer einen handlungsfähigen Staat will, wer motivierte Mitarbeiter will, bezahlen Sie diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch vernünftig. Das, was in anderen Bundesländern möglich ist, muss auch im Bundesland Hessen möglich sein. Auch das ist eine der Herausforderungen. Und deswegen hören Sie auf mit den Sonntagsreden. Die Wertschätzung drückt sich nicht nur mit Worten aus, das auch, aber sie drückt sich vor allem auch materiell aus, weil wenn Mieten steigen, müssen die Mitarbeiter diese steigenden Mieten auch bezahlen können. Und deswegen gehört eine angemessene Besoldung dazu. Kehren Sie um, Ihr Weg ist falsch. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Heinz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Sache nichts Neues. Ich glaube, die letzte Aktuelle Stunde liegt vielleicht ein halbes Jahr gefühlt zurück, maximal. Aber die SPD ruft erneut das gleiche Thema auf. Was hat sich geändert? Ich will jetzt nicht diesmal, wir haben das hier leidlich ausgetragen, auch schon bei bei anderen Punkten, wo die Redezeit länger war. Wir haben uns auch das gegenseitig vorgerechnet. Ich kenne auch die Rudolfschen Rechnungen. Er lässt immer sämtliche Zulagen, Jahressonderzuwendungen weg und bastelt sich die Tabelle so, wie es ihm passt, dass er zu seinen Werten kommt. Wenn man die Gesamtsumme darunter zieht, ist in allen Besoldungsgruppen, kommt man zu anderen Ergebnissen. Da kommt man ins mittlere Segment, zum Teil auch ins obere Segment im Ländervergleich. Aber da will ich heute auch angesichts der fünf Minuten nicht vertieft einsteigen. Was passiert hier, wie vor einem halben Jahr, wie vor einem Jahr. Wir haben Kollegen Rudolph, der fröhlich durchs Land fährt und erinnert mich manchmal an Wahlkreistermine. Da ist ja häufig der Vertreter der örtlichen Sparkasse dabei, der dem örtlichen Verein so einen großen Scheck überreicht, steht dann 1.000 € drauf oder 10.000 €. Der ist dann für die Presse, hat er ungefähr diese Größe und wird dann vor den Lokaljournalisten übergeben. Das Einzige, was Kollegen Rudolph von dem örtlichen Sparkassenvorsitzenden unterscheidet, ist, dass die Schecks der Sparkasse üblicherweise gedeckt sind. Die Schecks von Herrn Rudolph sind leider ungedeckt. Besoldungspolitik, meine Damen und Herren, die muss verantwortungsbewusst geschehen. Es nützt nichts, kurz sich den Beifall des öffentlichen Dienstes zu erheischen mit Versprechungen, die man am Ende nicht einhalten kann. Ich stelle hier noch einmal fest, das Alimentationsprinzip, ja, das hat Verfassungsrang, und wir werden das sehr, sehr ernsthaft beachten und sind weiterhin in der Prüfung dabei, was auch jüngste Urteile der Verfassungsgerichtssprechung für Hessen bedeuten insbesondere, und werden uns selbstverständlich daran orientieren. Aber auch die Schuldenbremse, die damit verbundene weitere Haushaltskonsolidierung hat auch Verfassungsprinzip und Verfassungsrang. Und wenn man seinen Auftrag als Parlamentarier ernst nimmt, und auch wenn eine Regierung ihren Auftrag ernst nimmt, dann muss sie diese beiden gleichwertigen Verfassungsprinzipien in einen schonenden Ausgleich miteinander bringen. Es ist zu kurz gegriffen, wenn man den Applaus des einen sucht, aber die anderen Herausforderungen dabei außer Acht lässt. Wir erleben das auch bundespolitisch im Moment, wo der SPD-Bundesvorsitzende auch dabei ist, allen alles zu versprechen. Es nützt eben, ist zumindest die derzeitige Wahrnehmung, nützt eben auch politisch nichts, davon abgesehen, weil es durchschaubar ist. Und entsprechende Parallelen sehe ich auch hier bei diesem Sachpunkt, den Sie heute erneut hier aufs Tableau bringen. Und, Sie haben eben gesagt, dass Arbeit und wichtige Arbeit und gerade auch in Zeiten der Herausforderungen mit den Flüchtlingen wird nicht wertgeschätzt. Das stimmt nicht. Sie unterschlagen das, was wir gemeinsam beschlossen haben. Machen Sie es doch nicht kleiner, als es tatsächlich ist. Wir haben doch hier gemeinsam mit einer breiten Mehrheit auch eine große Wertschätzung gerade den Beamtinnen und Beamten entgegengebracht, die ganz besonders derzeit belastet sind. Wir haben gemeinsam mit den Sozialdemokraten, Herr Rudolph, seien Sie doch einmal stolz drauf.
Da könnten Sie doch stolz drauf sein als Sozialdemokraten. Wir haben gemeinsam mit den Sozialdemokraten und den regierungstragenden Fraktionen auf den Weg gebracht, dass Überstunden außer der Reihe jetzt besonders vergütet werden. Wir haben die Zulagen erhöht beim Dienst zu ungünstigen Zeiten für besonders belastete Beamtengruppen. Und wir haben auch weitere Beförderungschancen im öffentlichen Dienst geschaffen. Und das in einer ganz schwierigen finanzpolitischen Situation, in der unser gesamtes Land, nicht nur Hessen, sondern unsere gesamte Nation derzeit steht. Darauf kann man ein Stück weit stolz sein. Das sollten wir nicht schlecht reden, sondern wir wollen ausgehend davon schauen, was wir in den nächsten Wochen und Monaten hier gemeinsam weiterentwickeln können, dass auch in Zukunft die Beamtinnen und Beamten in Hessen wertgeschätzt sind. Wie es weitergeht, der Koalitionsvertrag macht da klare Vorgaben. Wir haben uns vorgenommen, diesen Sommer eine Erhöhung um 1%. Und parallel prüfen wir natürlich, was uns das Grundgesetz und was uns die Landesverfassung gebietet, zu tun. Wenn mehr zu tun ist, dann werden wir selbstverständlich auch mehr tun. Und wir werden natürlich auch die weitere finanzielle Entwicklung unseres Staates dabei fest im Auge behalten. Für heute gilt es nur festzuhalten, diese Aktuelle Stunde steht Ihnen frei, die hier einzureichen. Aber ich glaube, sie kommt zu früh, wir nähern uns jetzt langsam dem Sommer. Wir sind mitten in einer Prüfung. Daran beteiligt sich nicht nur die Regierung und die Opposition, sondern es beteiligen sich auch die maßgeblichen Verbände, wie der Deutsche Beamtenbund, der hat dazu Verlautbarungen gestern gemacht. Alles das sollten wir zusammen einbeziehen. Wir sollten das Alimentationsprinzip, die Schuldenbremse nicht gegeneinander ausspielen. Und wir sollten die Menschen in Hessen zusammenbehalten und nicht gegeneinander ausspielen. Und am Ende wird es so sein, dass der Landtag hier hoffentlich dann mit breiter Mehrheit wieder eine kluge Entscheidung trifft, die einmal der Haushaltssituation Rechnung trägt, aber die auch den Beamtinnen und Beamten im Land Hessen Rechnung trägt. So machen wir weiter. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Heinz. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für einen handlungsfähigen Sozialstaat und für gute Bedingungen für die Bildung sind in der letzten Woche 3.000 gewerkschaftlich organisierte Beamtinnen und Beamte, Lehrerinnen und Lehrer, Polizeibeamte, Finanzbeamte, Kommunalbeamte und Feuerwehrleute gemeinsam in Frankfurt und Kassel auf die Straße gegangen. Im Aufruf der GEW Hessen heißt es: Vor den Kommunalwahlen werden wir wieder viele gute Reden hören. In den Wahlkampfbroschüren werden wir lesen, wie wichtig eine gute Bildung ist. Gleichzeitig werden wir bei den konkreten Erwartungen immer wieder zu hören bekommen, dass leider kein Geld da sei. Deshalb melden wir uns auch vor den Kommunalwahlen zu Wort. Die Beamtinnen und Beamten protestieren zu Recht gegen die Weigerung der Landesregierung, das letztjährig erzielte Tarifergebnis für die Landesbediensteten auf alle hessischen Beamtinnen und Beamten zu übertragen, und gegen die stattdessen verordnete Nullrunde im letzten Jahr. Angeblich sei kein Geld im Landeshaushalt dafür da, betonen Innenminister und vor allem die GRÜNEN unentwegt im vergangenen Jahr. Doch am Ende des Jahres 2015 stellte sich dann doch heraus, dass trotz der unerwarteten Steigerung der Ausgaben für geflüchtete Menschen immer noch ein Plus, eine Rücklage von mehr als 300 Millionen € entstanden ist. Und da frage ich, meine Damen und Herren, wenn Sie 300 Millionen € in eine Rücklage geben können, wieso dann die Beamtinnen und Beamten in Hessen eine Nullrunde über sich haben ergehen lassen müssen. Das ist nicht gerecht, das ist nicht angemessen, und es wäre auch finanzierbar. Das ist ja der Beweis, den Sie selber liefern. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, warum ändert die Hessische Landesregierung nicht ihre restriktive Besoldungspolitik? Wie unflexibel sind Sie eigentlich bei der Haushaltsgewährung? Und ich habe auch die Antwort. Die Antwort ist die, die wir hier immer hören, weil das so im Koalitionsvertrag steht. Und was im Koalitionsvertrag steht, das wird eingehalten, komme da, was wolle, selbst wenn man über zusätzliche Einnahmen verfügt, die man auch berechtigterweise den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hätte zukommen lassen können.
Die Beamtinnen und Beamten, meine Damen und Herren, protestieren also zu Recht auch gegen die schon beschlossene magere 1%ige Besoldungsanpassung ab dem 1.7. dieses Jahres, die unter Einbeziehung der zum 1.11.2015 eingeführten Eigenbeträge bei der Beihilfe auch in diesem Jahr wieder faktisch einer Nullrunde gleichkommt. Und, Herr Heinz, da finde ich es schon interessant, wenn Sie entsprechende Berechnungen aufmachen werden. Der Kollege Frömmrich wird das sicherlich auch gleich tun. Aber entscheidend ist nicht, wie Sie das schönreden hier im Landtag, sondern entscheidend ist, wie das die Beamtinnen und Beamten in Hessen selber empfinden, was mit ihrer Besoldung passiert. Und die haben eine ganz andere Meinung. Und ich empfehle Ihnen sehr, die auch zur Kenntnis zu nehmen. Vielleicht hat ja die eine oder andere Stimme, Frau Dorn, bei den Kommunalwahlen auch dazu oder sollte dazu beitragen, darüber einmal nachzudenken, was Sie hier mit dem öffentlichen Dienst seit 2 Jahren in dieser Koalition veranstalten. Die Beamtinnen und Beamten protestieren zudem zu Recht gegen die Disziplinierungsmaßnahmen, mit denen derzeit 6.000 Lehrerinnen und Lehrer von der Landesregierung überzogen werden, weil sie sich unter Berufung auf die europäische Rechtsprechung im Sommer letzten Jahres an einem eintägigen Streik gegen diese Nullrunde beteiligt haben. Und, Herr Minister, ich kann Ihnen nur sagen, ich kann Ihnen nur empfehlen, aus meinen gewerkschaftlichen Erfahrungen, Druck, den Sie erzeugen momentan gegenüber diesen Lehrerinnen und Lehrern, der löst Gegendruck aus. Der führt eben nicht zur Disziplinierung, sondern führt dazu, dass weiterhin Unruhe unter der Lehrerschaft besteht. Und da können Sie kein Interesse daran haben. Da kann niemand im Hessischen Landtag ein Interesse daran haben. Also stellen Sie endlich diese unsäglichen Disziplinierungsmaßnahmen ein. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Einnahmen der öffentlichen Haushalte muss endlich so gesteuert werden, dass eine gerechte Steuerpolitik, dass die Einführung einer Vermögenssteuer und eine angemessene Besteuerung der Erbschaften dazu führt, dass die öffentlichen Haushalte ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung haben, sowohl die kommunalen als auch die Landeshaushalte. Dann haben wir kein Problem, auch die Bildung zu verbessern und auch die Beamtinnen und Beamten in Hessen angemessen zu bezahlen. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe es fast befürchtet, die Debatte ist sozusagen genauso, wie die letzten Debatten zu diesem Tagesordnungspunkt auch geendet haben. Und Sie haben nichts Neues vorgetragen. Sie haben nichts Neues vorgetragen, Herr Kollege Rudolph und auch Herr Kollege Schaus. Das Einzige, was Sie hier gesagt haben, sind die Argumente von vorher. Ich will das noch einmal ganz deutlich sagen. Natürlich muss jeder hier ein Interesse haben, der Verantwortung in diesem Hause trägt, dass wir motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und wir haben auch Verständnis dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber nicht erfreut sind, dass man im Bereich der Personalkosten, im Bereich des Personals auch Einsparungsmaßnahmen durchführen muss. Es ist ganz selbstverständlich, dass wir den Unmut der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen. Aber die Aufgabe eines Parlaments, die Aufgabe des Haushaltsgesetzgebers ist es, diese beiden Dinge gegeneinander abzuwägen, nämlich die Interessen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Interessen der Haushalts- und Finanzpolitik in diesem Hause. Von daher finde ich, meine Damen und Herren, dieser Aufgabe werden Sie eben nicht gerecht, indem Sie hier immer wieder die gleichen Reden hier vorne am Pult führen, meine Damen und Herren. Die Einkommensentwicklung ist das eine, aber das andere ist natürlich auch den Auftrag, den wir haben, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Ich erinnere einmal daran, dass auch gerade die Sozialdemokraten ja auch dafür waren, die Schuldenbremse in die Hessische Verfassung aufzunehmen. Und es macht natürlich keinen Spaß,
für Regierungskoalitionen Maßnahmen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschließen oder Einschnitte zu beschließen oder Steigerungen von Gehältern auszusetzen. Das macht natürlich keinem in der Koalition Spaß. Das macht keiner gerne. Lieber würden wir übers Land gehen und würden mit das Füllhorn verteilen. Aber das lässt der Haushalt des Landes nicht zu, meine Damen und Herren. Was Sie machen, ist im Prinzip ungedeckte Schecks auf morgen auszugeben. Und das ist nicht die Politik dieser Landesregierung. Und ich will das auch ausdrücklich sagen, wenn die Finanzlage besser wird und wenn die Daten im Haushalt besser werden, dann werden wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, dieses Mehr an Einnahmen auch möglicherweise auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben. Wir werden uns natürlich am Alimentationsprinzip, das Verfassungsrang hat, orientieren. Und wenn es mehr Einnahmen gibt, dann werden wir natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen. Das hat auch zurzeit etwas damit zu tun, dass die Wirtschaftslage gut ist, dass die Zinsen niedrig sind und dass die Haushalte besser sind als erwartet, meine Damen und Herren. Aber trotzdem, vielleicht machen Sie sich einmal Gedanken darüber. 40% Personalkostenanteil, 9,1 Milliarden € Personalkosten, davon 2,55 Milliarden € für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, 44 Milliarden € Verschuldung des Landes Hessen. Wir nehmen immer noch neue Schulden auf. Wir haben 60 Milliarden € alleine an Rückstellungen für Pensionslasten, meine Damen und Herren. Da können Sie doch nicht allen Ernstes über das Land gehen und so tun, als hätten wir kein Problem in der Finanzpolitik, meine Damen und Herren. Und wir haben im letzten Jahr, am Ende des Jahres, 600 Millionen € mehr eingenommen. Und am Ende des Jahres waren 600 Millionen € mehr da. Das hat auch etwas mit guter Wirtschaftslage und mit den niedrigen Zinsen zu tun. In der gleichen Zeit gibt die Sozialdemokratie 3,5 Milliarden € mehr aus. Das ist die Haushaltspolitik der Sozialdemokratie, meine Damen und Herren. 600 Millionen € mehr einnehmen und dafür 3,5 Milliarden € mehr versprechen. Und ich will auch einmal deutlich sagen, dass der Kollege Rudolph, als er noch gedacht hat, in die Koalition einzutreten, noch ganz anders geredet hat. Da würde ich einmal empfehlen, das Protokoll der 148. Sitzung der 18. Wahlperiode vom 19. November 2013 nachzulesen. Da hat man noch gedacht, dass man selber in die Koalition eintritt. Da hat man zur Linkspartei gesagt, in Richtung von Kollegin Wissler, glaube ich. Wer fordert, muss auch Lösungsvorschläge machen. Herr Kollege Rudolph, wo sind denn Ihre Lösungsvorschläge? Dann sagt der Kollege Rudolph, wir wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre gute Arbeit ordentlich entlohnt werden. Da müssen wir aber auch für Einnahmen sorgen. Zitat zu Ende. Was war mit den Einnahmen? Wir haben die Grunderwerbsteuer hier in diesem Hause erhöht, 155 Millionen € Mehreinnahmen. Wer hat es abgelehnt? Die Sozialdemokratin in diesem Hause, meine Damen und Herren. So sieht das aus. Rausgehen und versprechen. Und dann, wenn es Mehreinnahmen zu generieren gibt, dagegen sein. Meine Damen und Herren, wir haben sehr viel Verständnis dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Einkommensentwicklung teilhaben wollen. Wenn die Haushaltslage so ist, dass man das machen kann, wird man das auch zu tun haben, meine Damen und Herren. Aber über das Land zu reisen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Versprechungen machen, die nicht... Kollege Frömmrich, darf ich Sie ganz kurz an die Redezeit erinnern? Mehr wollte ich gar nicht. Das ist keine vernünftige Politik, Herr Kollege Rudolph. Wir machen das deutlich anders. Solide Finanzpolitik, meine Damen und Herren, sieht anders aus als das, was die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie hier machen. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Abgeordnete Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum Thema der Besoldungspläne von Schwarz-Grün haben wir Freien Demokraten uns immer klar positioniert. Wir haben die Nullrunde 2015 abgelehnt, und wir lehnen auch die pauschale Vorfestlegung der schwarz-grünen Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen auf eine Deckelung der Besoldungserhöhung
auf 1% jährlich bis 2018 ab, aus einem relativ einfachen Grund, weil dies nämlich nicht nur ungerecht ist, sondern auch ein Verstoß gegen das Alimentationsprinzip und damit ein verfassungswidriges Sonderopfer der Beamtinnen und Beamten darstellt. Was Sie hier machen, ist, dass Sie die Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen von der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und mit Blick auf die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst abkoppeln. Wir haben gerade über dpa gehört, dass dort massive verfassungsrechtliche Bedenken nicht nur von uns vorgetragen werden, sondern dass Herr Prof. Battis, dessen Kompetenz hier wohl keiner in Abrede stellen wird, genauso entsprechend aktiv wird. Ich habe sehr genau zugehört, sowohl bei dem Kollegen Heinz wie auch bei dem Kollegen Frömmrich, bei dem es ein bisschen weniger deutlich herauszuhören war. Aber wenn man auf die Worte geachtet hat, so kann man doch gewisse Mechanismen beobachten, die offensichtlich in dieser Landesregierung wirken. Insofern hat der Kollege Rudolph vielleicht doch recht, wenn er das immer wieder hier auf die Tagesordnung setzt. Denn ich stelle fest, dass man offensichtlich auch unter dem Eindruck der Katastrophe, die man sich bei den Schulen eingefangen hat, jetzt einmal langsam nachdenklich wird und immerhin sagt, wir könnten ja noch einmal darüber nachdenken, ob unsere Koalitionsvereinbarung wirklich so in Stein gemeißelt ist, wie wir das immer darstellen. Insofern geben wir die Hoffnung nicht auf, dass die Angst vor dem Wähler letztlich doch noch dazu führen wird, dass man auf den Pfad der Tugend zurückkehrt. Meine Damen und Herren, wir haben stets deutlich geäußert, dass es mit Blick auf die Einhaltung der Schuldenbremse weitere Einsparbemühungen im Landeshaushalt geben muss. Wir haben offen gesagt, dass wir den kommenden Generationen unter keinen Umständen einen Schuldenberg hinterlassen dürfen, den sie realistischerweise kaum noch abtragen können, wenn sich die Verschuldungsspirale in den öffentlichen Haushalten weiterdreht. Zur Ehrlichkeit gehört daher, und etwas anderes kann eine Fraktion auch in der Opposition nicht behaupten, wenn sie den Anspruch hat, redlich zu sein, und das nehmen wir für uns in Anspruch, dass natürlich auch der öffentliche Dienst dabei nicht gänzlich ausgespart werden kann. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das will ich in aller Deutlichkeit sagen, ohne die Themen gegeneinander auszuspielen. Gerade die Flüchtlingskrise und die Debatten, die wir hier in diesem Zusammenhang geführt haben, hat gezeigt, dass die Landesregierung eben doch in der Lage ist, für zweifelsohne wichtige Projekte angesichts von Rekordeinnahmen und Haushaltsverbesserungen im Milliardenbereich noch finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Die im Rahmen dieses Aktionsprogramms Flüchtlinge beschlossenen positiven Änderungen, wie etwa die Vergütung eines sehr kleinen Teils der über 3,5 Millionen Überstunden bei der Polizei, die Anhebung der Sätze für den Dienst zu ungünstigen Zeiten und anderes, sind, so sinnvoll wie sie im Einzelnen sind, nicht dazu geeignet, den grundlegenden Fehler ihrer leistungsfeindlichen Politik, der die Motivation der Beamten reduziert und darüber hinaus die Gewinnung, was viel problematischer noch ist, der Gewinnung von Nachwuchs einen Bärendienst erweist, auszumerzen. Ich will nur am Rande und der Vollständigkeit halber erwähnen, die Kürzungen bei der Beihilfe um 20 Millionen Euro jährlich, die nicht zur Attraktivität des Beamtentums in Hessen beigetragen haben, die von Schwarz-Grün geschaffene Möglichkeit, dass die Beamten sich mit einem eigenen Beitrag von 18,90 Euro die Wahlleistung sozusagen zurückkaufen können. Das stellt sich als fauler Kompromiss dar, der nicht über die erheblichen Mehrkosten für die Betroffenen hinwegtäuschen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregierung muss den beschrittenen leistungsfeindlichen Irrweg, der immer noch faktische Kürzungen des Einkommens um mindestens 6% bis 2019 vorsieht, faktische Kürzungen, verlassen, um letztlich auch der Gefahr zu begegnen, dass wir, wie es in einigen Bereichen jetzt schon der Fall ist, Nachwuchsprobleme bekommen. Ich verweise einmal auf den Bereich Rechtspfleger, technischer Dienst, wo schon heute die Rekrutierung von Nachwuchs schwierig ist. Für den Erhalt der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes müssen auch weiterhin hervorragend qualifizierte Menschen gewonnen werden können. Etwas anderes ist gerade bei den Lasten, die in der Flüchtlingskrise auf dem öffentlichen Dienst liegen, auch weiterhin liegen werden, kaum zu vermitteln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Schwarz-Grün in Frankfurt ist abgewählt. Das ist schon einmal ein guter Anfang. Aber ich sage sehr deutlich, lassen Sie die hessischen Beamtinnen und Beamten nicht am ausgestreckten schwarzen Arm verhungern. Kehren Sie zurück auf den Tugend, kehren Sie zurück auf den Weg einer leistungsgemäßen Besoldung. Vielen Dank,
Kollege Reilly, das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann das professionell nachvollziehen, was der Kollege Rudolph, der Kollege Greilich und der Kollege Schaus hier versucht haben. Aber ich finde, ehrlich gesagt, dass es keinen Anlass und keinen Grund gibt, hier eine Neidkampagne im öffentlichen Dienst anzufachen. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung wird den Beamtinnen und Beamten im Lande kein verfassungswidriges Sonderopfer abverlangen. Das will ich hier in aller Deutlichkeit klar erklären. Wir haben uns im Koalitionsvertrag zwischen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN darauf verständigt, dass wir eine generationengerechte Finanzpolitik machen wollen. Meine Damen und Herren, genau, ja, da kann man hier dazwischenrufen, Herr Kollege Schmidt. Ich finde, dass das Motiv, das sich diese Landesregierung gegeben hat, für künftige Generationen vorzusorgen, wirklich unantastbar und ganz vernünftig im Sinne der künftigen Generationen ist, meine Damen und Herren. Und Generationengerechtigkeit, Herr Kollege Schaus, ist keine Frage eines einzelnen Haushaltsjahres, sondern diejenigen, die hier planen wollen und planen müssen, müssen das natürlich für die gesamte Wahlperiode ja sogar darüber hinaus machen. Und insofern ist unsere Finanzpolitik eben auf Nachhaltigkeit nicht nur im Jahre 2016, sondern weit darüber hinaus angelehnt. Und lassen Sie mich mit einer mehr noch einmal aufräumen. Die Frage der Schuldenbremse folgt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit. Wir haben die Schuldenbremse mit Unterstützung von 70% der Bevölkerung in die Verfassung aufgenommen, weil wir generationengerecht handeln wollen. Und nicht, weil die Schuldenbremse da ist, handeln wir so. Das ist doch eine Mehr, das ist doch ein Unsinn. Wir haben uns, meine Damen und Herren, vorgenommen, dass wir aus Einnahmeverbesserungen, Effizienzsteigerungen dafür sorgen wollen, dass wir dem Haushalt generationengerecht fahren werden. Lassen Sie mich ein paar Fakten vortragen. Fakt 1. Die Beamten- und Richterbesoldung in Hessen liegen derzeit weit oberhalb dessen, was das Bundesverfassungsgericht als Grenze für eine amtsangemessene Alimentation gezogen hat. Soweit zu Ihnen, Herr Kollege Greilich. Fakt 2. Die Beamten und Richter in Hessen zählen in einem bundesweiten Quervergleich immer noch zu den Bestbezahlten bundesweit. Die hessische Polizei verdient gut. Das möchte ich einmal hier in aller Deutlichkeit sagen. Alles andere ist schlicht nicht richtig. Die kürzlich durch die Zeitungen grassierende Aussage, dass die hessische Polizei als einzige in ganz Deutschland von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgehängt sei, verleugnet die tatsächlichen ordentlichen Einkommensverhältnisse der hessischen Polizei. Ja, lieber Herr Kollege Gremmels, die Frage der Ausbildung der hessischen Polizei. Wir haben im vergangenen Jahr über 800 Anwärterinnen und Anwärter neu aufgenommen. Wir werden in diesem Jahr wieder mit erhöhten Ausbildungsstellen dafür Sorge tragen, dass wir die hessische Polizei für die nächsten Jahre vernünftig und ordentlich ausstatten. Wir werden dafür auch genug Bewerberinnen und Bewerber finden. Und es wird uns umso leichter fallen, wie Sie die hessische Polizei nicht schlecht reden, meine Damen und Herren. Die Besoldungserhöhungen in den vergangenen Jahren haben ja stattgefunden. Einen Moment, Herr Minister. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch, dem Redner friedlich zuzuhören. Besoldungserhöhungen haben in den letzten Jahren stattgefunden. Ich erinnere einmal daran, von 2011 bis 2014 haben immerhin zusammengenommen 11% Besoldungserhöhungen bei einer marginalen Inflationsrate. Im Februar 2016 lag das Niveau der Verbraucherpreise sogar 0,3% unter denen des Vorjahres. Ich finde, dass man solche Fakten, die drumherum stattfinden, nicht völlig ignorieren kann, sondern die auch mit zur Grundlage unserer Entscheidung machen können. Ich bin sehr dankbar, dass schon angesprochen worden ist, dass wir sehr viel erreicht haben, was die hessische Polizei z.B. angeht in den vergangenen Haushaltsberatungen. Ich erinnere nur an Dutz. Ich erinnere an die Frage Mehrarbeit. Ich erinnere an die Zulagen. Insofern haben wir unsere Hausaufgaben gerade für diesen Bereich besonders erfolgreich geleistet. Meine Damen und Herren,
Ich will Ihnen den Vergleich mit anderen Bundesländern insofern ersparen und komme zum Fakt, Fakt 3. Hessen hat seit Übernahme der Gesetzgebungskompetenz auch unter dem Eindruck der Haushaltskonsolidierung keine Einschnitte in bestehende Besoldung vorgenommen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen aus Mai und November 2015 klar und für jedermann nachvollziehbar vorgegeben, in welchem Rahmen sich verfassungsgemäße Besoldung zu bewegen hat. Daran wird sich die Hessische Landesregierung selbstverständlich halten, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, die Nichtübertragung der Tarifergebnisse ist Teil der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen zur Begrenzung der Schuldenaufnahme bis zum Jahr 2020. Sie dienen keinem Selbstzweck, sondern sie dienen einer nachhaltigen, zukunftsfähigen und generationengerechten Politik. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der Punkt 54 abgehandelt.